Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Ranger Road, beziehungsweise es ist eigentlich indirekt eine Folge der Ranger Road, denn heute geht es ein bisschen um den aktuellen Patch, der ja heute leider nicht gekommen ist, sondern erst am Freitag. Dieser Patch behält aber auf jeden Fall einige Überraschungen für uns. Also es gibt auf jeden Fall einiges, was uns da erwartet. Es gibt ein paar grundlegende Sachen. Zum Beispiel wird das Stärke-Level und Ausdauer-Level etc. wird von Level 30 auf 50 angehoben. Bedeutet auf jeden Fall im Endeffekt, wir können mehr tragen. Wir haben mehr Life, wir können ausdauernder laufen und kämpfen. Was aber natürlich im Endeffekt auch wieder ein bisschen Zeit kostet. Definitiv. Also Buff-Food fressen bis zum geht nicht mehr. Das wird wieder ein teurer Spaß für den einen oder anderen. Ja, die ganzen Klassen wurden angepasst. Viele, viele Klassen haben ein Update bekommen, was den Damage angeht. Also wirklich einen ordentlichen Damage-Boost gekriegt. Und jetzt mal speziell auf den Ranger dann einzugehen. Der Ranger bekommt endlich ein Mana-Update. Gott sei Dank, wirklich. Ich kann es kaum in Worte fassen. Der Mana-Verbrauch war ja wirklich gigantisch hoch. Ich habe mein halbes Inventar mit Mana-Pötten zugeballert, was jetzt hoffentlich nicht mehr der Fall ist. Es gab so eine kleine Variante, wie man dem so ein bisschen entgegenwirken konnte. Das war nämlich der Extraktionskristall, der aber wirklich übelst scheiße zu snipen war aus dem Aktionshaus, dank den ganzen Instant-Buy-Bots oder keine Ahnung, wie sich die Dinger schimpfen. Auf jeden Fall war es mir nicht möglich, am Samstag tief in der Nacht so einen scheiß Kristall zu snipen. Wirklich, die sind instant rausgekauft. Liegt einfach daran, den Kristall, den kann man nicht droppen, den muss man herstellen. Und dazu braucht man auf jeden Fall eine bestimmte Alchemiestufe. Die hat natürlich nicht jeder, da braucht man noch das ganze Zeug, um den herzustellen. Ja, auf jeden Fall, da will sich nicht jeder drum kümmern. Verständlicherweise, ich habe da auch eigentlich keinen Bock drauf, deswegen versuche ich ja die Dinger zu snipen. Und ja, dann haben wir jetzt endlich mal einen etwas weniger hohen Mana-Verbrauch. Beziehungsweise Skills regenerieren teilweise mehr Mana. Und ja, das bringt uns auf jeden Fall definitiv nach vorne. Dann bekommen wir auf jeden Fall von den Monstern mehr Erfahrungspunkte und mehr Skillpunkte, was ich auf jeden Fall begrüße. Ende des Monats soll ja wahrscheinlich Valencia kommen, dann werden die Level-Spots hoffentlich mal angenehmer, weil bisher ist es ja eigentlich immer so, es ist einfach ein Kampf um den Level-Spot. Also ich zum Beispiel habe viel bei den Sausanen gelevelt, es gibt da natürlich auch immer ein paar Alternativ-Spots, aber die Spots, die laut Internet-Guide empfohlen werden, sind natürlich immer überlaufen, logischerweise. Und der Sansan-Spot wird dann zusätzlich auch nochmal gepusht, der kriegt eine höhere Mobdichte, ja, was hoffentlich so ein bisschen den Spot-Krieg entgegenwirkt, also dass man da wieder ein bisschen gescheiter leveln kann. Ansonsten, ja, macht nichts, wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, noch 60% braucht, wie jetzt ich zum Beispiel in dem Fall ungefähr. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt durchknüppel oder ich jetzt auf Valencia warte. Bis Ende des Monats ist nicht mehr allzu lange. Da soll es laut Daumen auf jeden Fall etwas besser gehen, denn dann hat man einfach mehr Level-Spots und dann teilt sich das so ein bisschen auf. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie das wird. Ich habe noch nie in der Wüste gespielt. Keine Ahnung. Kann ich noch nichts zu sagen. Wird sich aber dann auf jeden Fall zeigen. Ja, ansonsten werden jetzt auf jeden Fall Gruppenbuffs implementiert. Dadurch gibt es dann natürlich dann auch ein neues Item. Das ist dieser Atem von Aal oder wie auch immer das Ding heißt. Man kann jetzt auch Gruppentränke herstellen. Also so Buff-Pots für die Gruppe. Lässt sich dann einfach über vereinfachte Alchemie, ist das dann, glaube ich, lässt sich das Ding herstellen, also einfach über L. Und dann müsst ihr einfach diesen Pot, den ihr als Gruppentrank haben wollt, müsst ihr einfach zweimal da reinpacken und dann auf Herstellen oder Beginnen, keine Ahnung. Und dann kriegt ihr auf jeden Fall da einen Gruppentrank raus. Noch eine wunderbare Änderung ist die Skillreihe Infinity Mastery. Das ist diese Skillreihe, die euch ab 55 bis 60 bisher immer konstant mehr Lebenspunkte gibt. Es gibt, glaube ich, insgesamt 600 Lebenspunkte und 2% Genauigkeit. Jede Menge ist das. Und diese Skillreihe wurde jetzt auch abgeändert. Das heißt,
Ihr könnt diese Skillreihe jetzt mit Level 50 beginnen, anstelle von 55. Und mit 55 seid ihr quasi ausgeskillt, vorausgesetzt, ihr habt natürlich genügend Skillpunkte parat. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil gegenüber Bossmonster, gegenüber der anderen Änderung. Da kommen wir gleich nochmal kurz zu. Node Wars und generell im PvP. Also das wird hoffentlich so sein, dass die PvP-Kämpfe vielleicht ein bisschen spannender sind, vielleicht noch ein bisschen länger dauern. Ich lasse mich auf jeden Fall, was das angeht, überraschen. Werd auf jeden Fall noch ein bisschen Skills resetten, damit ich da ein bisschen reinbuttern kann. Ich habe nämlich generell ein bisschen was falsch gemacht im Nachhinein jetzt mit dem Ranger. Das würde ich auf jeden Fall gerne noch korrigieren. Ansonsten muss ich persönlich auch noch Skillpunkte farmen. Ich habe noch jede Menge Quests offen, wo ich Skillpunkte für kriege. Und das muss man sich ja natürlich nicht entgehen lassen. Da sollte man zugreifen. Ja, wie gerade eben schon gesagt, Node Wars sind jetzt auch am Start. Soweit ich gelesen habe, ich habe mal kurz drüber gehuscht, also jetzt mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt mit diesem Thema. Node Wars finden immer samstags abends statt. Das geht dann über 3 Stunden, so eine Belagerungsschlacht. Und da kann man dann halt diverse Nodes einnehmen. Und ich glaube, das bringt einem Vorteil, wenn man an diesem Node kloppt, also quasi wenn man da grindet oder farmt. Oder auch, wenn man seine Arbeiter dahin schickt. Das bringt einem, glaube ich, diverse Vorteile. Wenn ihr da genaueres wisst, könnt ihr mir das gerne mal unten in die Kommentare packen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, wie die ganzen Node Wars aufgebaut sind, das weiß ich allerdings noch gar nicht. Also es gibt auf jeden Fall so Verteidigungstürme und sowas, was man halt mit dem Gildenvermögen kaufen kann. Und dann letzten Endes wird sich da gekloppt um den gewissen Node. Und die Gilde, die dann den Node gewonnen hat, behält diesen Node dann für eine Woche, kann den dann halt samstags wieder verteidigen. Und auf der Karte sieht man dann halt das Gilden-Logo, das Gilden-Emblem auf dem zugehörigen Node, wo die Gilde dann halt gewonnen hat, die Schlacht. Ja, ansonsten, wie sieht es mit meinem Charakter aktuell aus? Ich blende es gerade ein, oder aber ihr habt es schon gesehen, ich weiß nicht. Also ich habe zweimal versucht, ein Schattenmal auf Mon zu machen, beziehungsweise auf Pri, wie es im Englischen heißt. Einmal hat es geklappt, das zweite Mal leider nicht. Das erste Mal habe ich es mit 15 Feld 6 gemacht, das hat wunderbar funktioniert. Das zweite Mal, glaube ich, irgendwie mit 20 oder irgendwie sowas, keine Ahnung, weiß ich gerade gar nicht mehr aus dem Kopf. Da hat es leider nicht funktioniert, aus diesem Grund nehme ich auf jeden Fall jetzt meinen Questring. Der hat genauso viel Angriff wie ein Schattenmal, ein normales, und ja, bin jetzt wieder fleißig dabei, Schattenmale zu droppen. Ich wollte das eigentlich auf Pri schon machen, allein aus dem Grund, damit ich es habe. Damit ich mal drum rollen kann. Nee, Quatsch. Ja, mal gucken. Also, wenn Valencia kommt und ich habe bis dahin kein Schattenmal gedroppt, dann ist es halt so. Mit Valencia kommen neue Items und dann werde ich mich eher auf die Valencia-Items konzentrieren. Die sind natürlich um einiges schwieriger zu farmen, weil es länger dauert, diese Dinger zu kriegen. Ich denke mal, da ist die Drop-Rate noch geringer. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil dann läuft es so langsam auf Endcontent zu. Also bisherigen. Das Spiel ist natürlich immer noch in Produktion. Das ist halt ein MMO. Und MMOs sind immer in der Produktion. Also ein MMO endet quasi nie. Ne? Also sieht man ja an WoW beispielsweise. Das gibt es jetzt auch schon Jahre und es kommen immer wieder Erweiterungen. Ich hoffe, dass das Ganze bei Black Desert genauso ist. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Das ist nämlich meiner Meinung nach, wie schon so oft gesagt, ein klasse Spiel. Gut, Freunde der Sonne, das soll es erstmal gewesen sein. Kurzes Update und kleines Infovideo, so beides in einem verpackt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, schreibt mir das schön in die Kommentare und wir sehen uns dann im Livestream, Link ist in der Beschreibung, oder im nächsten Video. Ich bin raus, Freunde der Sonne, macht's gut und tschüss.